Einkauf sind, kommen Sie rein. Kräftig gewinnt, und? Jawohl, wir haben einen Sieger. Sieger. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß hier beim Einkaufen. Und sollten Sie jetzt schon nach Hause fahren, bedenken Sie, fahren Sie vielleicht beim Gehsteig nach Hause. Auf der Straße passiert so viel. Vielen herzlichen Dank. Einkaufszentrum Simmering. Oder die Original-Millionenrad-Assistentin. Und Agnes, wie geht's dir? Bestens, danke. Und hier drinnen ist das Geld. Mehr? Sicher. Der 2? Das ist der, der mit der Bezug hat. Jawohl. Weniger. Weniger. Der 9 ist es schwierig. Die Überraschung war wohl für viele Kapfenberger Eurospar-Kunden wirklich gelungen, als sie unerwartet zwischen Milchprodukten und Teigwaren, zwischen Obst und Waschpulver das berühmte Fernsehmillionenrad entdeckten. Ein Grund dafür war auch die mitreißende Moderation von Alexander Rüdiger. Das Glücksrad! Bitte schön, Marina! Zum Glücksrad und drehen! Hier und da kam mal vorbei ein Minnesänger oder zwei, um seine Schlager vorzutragen. Wir haben da einen Experten dieser Art, den ich heute einmal vorstellen möchte. Das ist der Alexander Rüdiger. Ja, siehst du? Haben Sie gut gemacht. Dass ich den Alexander heute auch am Beginn der Sendung hierher ins Studio geholt habe, hat auch noch einen besonderen Grund. Es gibt nämlich das Millionenrad auch auf Reisen. Dort kann man allerdings nicht das große Geld gewinnen. Was kann man dort gewinnen? Na, man kann insofern schon schöne Preise gewinnen. Man hat zum Beispiel ab 10.000 Punkte, also bei uns nennen wir das Punkte. Der Slogan lautet Kaufpark Adela, das alles und mehr. Den Sieger eines Suzuki Samurais gewertet mit 160.000 Schilling. Peter Schau! Mein heutiger Gast, und deshalb wünsche ich mir jetzt gleich einmal etwas von Ihnen. Stellen Sie sich doch bitte gleich mal selber kurz.
Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei einem kuriosen Nachrichtenblock. Der Pflegenotstand war ein ganz besonderes Thema einer Parlamentsratssitzung in Wien, wo natürlich auch Schnapsgläser bzw. das Schnapsglas mit eingeladen wurden und das für die Bürgermeister der aus der ganzen Stadt kommenden Leute. Natürlich weh mir, wenn da einer nur ein Gläschen trinkt, dachten sich da die ganzen Leute, die dort waren. Doch Udo Jürgens animierte außerordentlich dazu und Bürgermeister Dr. Hilmut Zilk nahm dann auch gleich eines. Doch was geschah? Sein Schönheitsfehler, nämlich seine kleine Wimper, rutschte ihm dann plötzlich herab. Das war natürlich keine Sensation, denn er war ein wenig knapp bei Kasse und konnte sich das auch nicht mehr richten lassen. Dann war natürlich ein ganz großes Problem. Der Tanga ist ihm dann auch noch gerissen. Das war eine große Sensation, beziehungsweise politisch gesehen eine Art Dracula-Story, denn das konnte natürlich nur eine Art Blindenhut für Reporter sein. Die zogen natürlich diese Story riesengroß auf und der Bürgermeister stand dort plötzlich als ein Batman da. Darüber wollten sie dann auch eine Comic-Story machen. Ich bedanke mich jetzt. Also fand ich Wortsalat sprachlich witzig und man könnte ihm eigentlich sofort bei RTL Dieter Thomas Heck als Nachrichtensprecher einsetzen. Hervorragend gemacht. Österreichische Wiener Schmäh auch beim Flip gedönst da und auch das Publikum sehr gut einbezogen. Hervorragend kann ich nur sagen. Ein neues Showstar ist geboren. Was richtigen Fußball wirklich ausmacht, sind ja doch die Drecks und die harten Fouls. Und deshalb präsentiere ich Ihnen Fouli von Buddy Killing. Da sehen Sie Kinnhaken, Trittanschieber, Handkante, all das ist möglich. Fouli, der Trainingspartner für üble Stunden zu zweit. Ja! Fast ganz St. Anton war auf den Beinen, als Radio Niederösterreich zur blau-gelben Musikantenparade geladen hat. Und Präsentator Alexander Rüdiger hat sich für diesen Abend einiges vorgenommen. Mit dem Versprechen, Sie mit bester volkstümlicher Musik und Spitzenhumor zu erfreuen, heißen wir Sie mit einem Original St. Anton-Applaus ganz herzlich willkommen. Your life, my life, das ist die Musik, das spüre ich. So. Naja, wir sind eine offene Talkshow. Wie war das bei Ihnen? Nicht sitzen geblieben. Auch nicht sitzen geblieben, dabei sitzt er jetzt gerade. Mein Gott, auch ein Buh. Und Sie? Bin sitzen geblieben. Jawohl! Also ich sage jetzt irgendeinen Künstler an und Sie geben den dann dementsprechend Applaus. Also, meine Damen und Herren, Fultissimo, Fulminante, Tutto il Mondo, Plentissimo, Neopultissimo, Fantastico, Sensazione, Romanzi, Selocciane, Primo Tipo, Luciano Pavarotti! Wow! Grüß Gott und herzlich willkommen zu einem Dauertrainer der Show, die 12 Geschworenen. Unsere heutigen drei prominenten Gäste, Heinz Egner, Tanja Schanzara und Klaus Hilpert. Heinz, du bist ja ein Multitalent. Du hast seinerzeit viel parodiert, du hast Schallplatten aufgenommen, du hast Witze erzählt, was du gar nicht so gerne hörst. Ist das richtig? Naja, natürlich, man macht das natürlich in den Sendungen oder was weiß ich. Ich habe Sketche gespielt, ich habe gesungen, ich habe Kinofilm gemacht. Ich habe 12 Jahre allein Rudi Carrell gemacht am laufenden Band und so weiter, wodurch mich viele kennengelernt haben. Das ist klar. Was mich unheimlich interessieren würde, ich habe es gehört und es würde mich freuen, weil ich ja aus Wien komme, kannst du den Hans Moser imitieren? Ach Gottchen, nee. Möchtest du nicht? Hätte ich mich aber gefreut. Hätte ich mich auch gefreut, aber das wäre... Hans Moser nicht. Dann dürfte ich nie wieder nach Wien. Meinst du? Da habe ich Angst vor. Schönes Tag. Also wenn ich jetzt Moderator wäre und ich bewundere dich, dass du das einfach so locker von den Lippen bekommen hast. Ich glaube, das wäre eine Geschichte für Pleiten, Pech und Pannen. Shows Start durch Showstars. Meine Damen und Herren, in der Sendung sind wir. Ja, und wenn Sie, liebes Publikum, liebe Zuseher zu Hause, nächste Woche mit dabei sein wollen, ganz einfach, Samstag um die gleiche Zeit. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Was sagt die Konkurrenz? Wenn Mazda-Händler den 323 um 139.900 anbieten? Der Mazda 323 jetzt ab 139.900. Gibt's auch als Diesel. Ein Mazda müsste man sein. Grüß Gott, schönen guten Abend, recht herzlich willkommen. Grüß Gott. Ja, heute ist es wieder soweit, nach langer Abstinenz ist wieder die Zeit der Aufreißer, zumindest für mich heute gekommen. Lange Zeit war ich in Deutschland, aber heute, ich sage Ihnen, es ist ein schönes Gefühl, wieder hier zu sein. Und ich kann nur hoffen, dass es viel, viel Geld wird bei unseren heutigen Kandidaten. Der Peter ist ja mittlerweile damit beschäftigt, die Licht-ins-Dunkel-Gala vorzubereiten. Und da hoffen wir natürlich, dass es viel, viel Geld auch bei ihm heute wird, was er mehr oder minder mit dieser Sendung einsammeln kann. Mit einem schönen Applaus. Hallo, grüß Gott. Hallo. Hallo. Ein Mensch kann um 10 Schilling schon den Grundstein legen zur Million. Drum wird am Samstag uns nicht Fahrt, da gibt's doch das Millionenrad. Jetzt aber begrüße ich gleich einmal eine wirklich nette Abwechslung auch hier im Studio, nämlich die Babsi, unser Millionenrad-Girl. Und das dritte Symbol ist ein Snowboard. Ich würde sagen, es ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe heute hier. Und in dem Fall drücke ich Ihnen jetzt die Daumen. Es wäre natürlich so schön, wenn wir mehr als 60.000 heute vergeben könnten. Ich wäre auch mit 100 zufrieden. Mit 100 wären Sie zufrieden. Ist jemand bei Ihnen zu Hause, der Ihnen auch die Daumen drückt? Doch, meine Tochter. Also umdrehen, nach vorne, nach hinten, nach rechts, sofern das möglich ist, und mit dem Vornamen begrüßen. Jawohl! Ja, da kommen auch gleich wesentlich feinere Gesichtszüge heraus. Ein Lächeln. Schön ist das. Ja? Ja, ist doch schön. Sehen Sie, es ist schon gelockert, wie schnell man das hier machen kann. Ja? Gerade dem heutigen Thema angemessen, muss man sagen. Wir improvisieren jetzt. Ich möchte jetzt von allen anderen akustisch das Hochzeitslied hören. Da-dam, da-dam. Ja? Wir gehen da hinauf, ja? Also, los! Ja, ist das schön? Haben wir das nicht gut gemacht? Ja, genau.